Hallo, willkommen zurück in Final Fantasy XII. Wie versprochen, ich bin hier im Ridorana Katarakt vor den lustigen Mob, den allerletzten Mob. Ich habe das Gambit schon mal vorbereitet. Also ich habe jetzt eingestellt, dass immer einer Repairs macht, dass einer dafür zuständig ist, dass er Husker macht fürs gesamte Team. Ansonsten nichts Spezielles. Ich habe mir noch ein paar Duplikatten gekauft, dass jeder eine Ausrüstung hat. Bei Ash würde ich eher sagen, die Schleife ist besser. Bei Penelo oder Genji Amrath. Ich habe ihr wieder die Waffe Masamune gegeben und auch die Goldkappe. Das Gute an der Waffe Masamune, sie ist nicht wirklich von der Stärke abhängig, sondern so halb, sondern von der Stärke und von der Magie. Soweit dazu. Ich will nicht zu viel Zeit verlieren, weil dieser Part wird. Es wird dauern. Unser letzter Mob-Auftrag ist hier hinten im Amphitheater. Dort wartet er auf uns. Und ich kann schon mal sagen, ja, es ist wie beim Deus Drachen. Ihr müsst diesen Mob nicht im einen Rutsch besiegen. Müsst ihr definitiv nicht. Ihr könnt, ist doch nicht empfehlenswert. Definitiv nicht. So, hier ist er. Yasmar. Darf ich euch vorstellen, meine Damen und Herren? Yasmar. Der Gute hat. Ich sag mal so, der Deus Drache hatte 5 Millionen. Ne? Und der Freund hier, der übertreibt es komplett. Und er hat auch seine eigene Ankündigung als Mob. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der das hat, ne? Immerhin ist hier die normale Kampfmusik, sonst würde das Ganze länger dauern. Und ja, man sieht gleich an den Leisten da oben, das wird ein bisschen dauern. So, Gambi komplett aktivieren. Ich habe es nämlich vorhin ein bisschen umgeschaltet. Weil ich wollte nicht unnötig MP verbrauchen. So, ich sage aber so, schauen schon mal, Leute. Jeder kleine Punkt da oben ist 1 Million HP. Das ist kein Witz. Selbst die erste HP, das ist die ganz lange da oben. Ist 1 Million HP. Ja gut, der hat über 50 Millionen HP. Muss ich mehr sagen? Er kann Petri-Atem, der kann Leben verursachen. Ich habe das Gambit darauf so nicht perfekt eingestellt, ich mache das immer per Hand, dass ich das heile. Das muss ich immer wieder heilen. Und ja, der gute Freund hier, 50 Millionen HP hat, dauert das ein paar Minuten. Also zum Vergleich, ich bin jetzt bei, sagen wir, 90 Stunden Spielzeit. Ihr könnt ja gleich sehen, wie lange das wirklich dauert. Was kann der gute eigentlich bis auf Versteinern? Er kann physisch angreifen. Und seine Verteidigung ist sehr, sehr hoch. Also man sollte das eventuell mit der Technik Abwehrmalus schwächen, die leider nicht zu 100% funktioniert. Er ist relativ schnell und wenn er so um die 20% Leben verloren hat, wird das so schlimmer. Alle 40 Aktionen, die er macht, also das kann man nachzählen, macht er seinen extremen Angriff, der sehr extrem ist. Und ansonsten, er ist sehr groß, wie man sieht. Oh ja, das Abwehrmalus hat schon mal geholfen. Ich hoffe, dass ich es vielleicht nochmal machen kann. Na gut, das wird dauern. Ja, nochmal geschwächt. Ja. Und was auch noch dazu ist, jeder Schlag von ihm hat eine Wahrscheinlichkeit zu 5%, dass man sofort stirbt. Ja, also, falls ihr denkt, ich hatte doch gerade volles Leben, warum nicht tot? Dann wisst ihr warum. So, er hat auch den Kalkadem drauf. Ich nenne das noch immer so. Da so groß ist und so lang dauert, würde ich sagen, Vorspulen aktiviert.
Eigentlich wollte ich ihn mit Limit besiegen, aber okay. Alter, hat das gedauert. Hat das gedauert. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Es hat gedauert. Ich musste mehrmals schneiden. Und meine Festplatte. Beziehungsweise die Datei verschieben. Ich habe jetzt mehr als eine Festplatte und ja. War lustig. Nicht. Vor allem die letzten fünf Leisten. Die letzten fünf Leisten, die waren... Boah, das war ein Horror. Das war ein absoluter Horror. Das war das zweite Mal, dass ich ihn überhaupt besiegt habe. Das Gambi habe ich unterdessen mehrmals angepasst, weil das nicht wirklich perfekt war. Wie man sieht, ist sich selbst reverse bei Pasch ganz oben. Das braucht man auch. Und ich habe bei Ash mal mitten im Kampf mal die Schleife ausgerüstet. Weggerüstet für die Duplikette, weil die am Ende nicht mehr so wichtig war, die Schleife. Am Ende hat er nur noch hauptsächlich physische Angriffe und somit sein Extendo tot. Das ist der Angriff, der zu 100% tot macht, außer ihr habt den Status Vallum. Dann ist es nur 50%. Großes nur. So Armor brauche ich jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, wir erklären den guten Mont Blanc, dass wir diesen Mega-Mob besiegt haben. Er ist am Anfang nicht wirklich schwer, nur nervig. Und je länger der Kampf dauert, desto nerviger wird er. Vor allem am Ende. Das ist dann... Ich weiß nicht, ob dieser Mob eine Herausforderung darstellen soll. Ich meine, seine... 50 Millionen HP, das sagt schon mal was. Und man kann nur 999 Schaden machen pro Schlag, Maximum. Das halbiert sich aber, sobald er unter seiner Hälfte seines Lebens ist. Okay, das halbiert sich nicht. Es geht auf 6.099 runter. Das war bei Ultima, bei Esper Ultima ja auch so. Er konnte es auch. Und dann hat er nochmal seine Verteidigung erhöht, dann nochmal. Und am letztes hat er gemacht... Dass er sein Level verdoppelt, will sagen, dass er auf 99 hochgegangen ist. Das haben wir noch gemerkt, dass er mehr Schaden macht. Aber man hat es noch immer ausgehalten. Also ohne Reverse diesen Kampf zu bestreiten, ist eine Herausforderung ohne Ende. Und nicht empfehlenswert, weil das dauert ewig und 3 Stunden. Allah, stimmt, wie lange hat es gedauert? Auch 4 Stunden! Ist doch nix! Ist doch nix. Und das in einem Kampf. Stellt euch vor, ich hätte das nicht vorgespult und nicht geschnitten. Ein 4-Stunden-Part, wer würde sich sowas antun? Wo wirklich nichts Besonderes auch noch passiert. Sondern nur ein einziger Kampf. Das selbst zu spielen ist eine andere Geschichte und nein, ich speichere hier nicht. So, wie kommt mich jetzt am schnellsten zum Mont Blanc? Ich glaube, wenn ich ins Richtfeuer gehe, einfach geradeaus, ja, ist der schnellste Weg zu ihm. So, was bekommt man dafür, wenn man Year Smart besiegt hat, aus seinem schönen Eintrag, den ich eventuell zeige? Ich werde jetzt nicht alle Einträge nochmal vorlesen, weil, also alle Monster-Einträge. Die sind nämlich nett zu lesen, ein paar geben auch Tipps, aber... Ich bin jetzt gerade kein Fan davon, ehrlich gesagt, nach so einem langen Kampf. Ich brauche Pause. Aber bevor ich Pause mache, gehen wir zu Mont Blanc und sagen ihm, dass wir seinen guten alten Muki, der sich um sie gekümmert hat, weil sie ja Waisenkinder waren, und er gestorben ist an Year Smart, dass seine Rachegelüste endlich beseitigt werden können. Puh, das war ein Kampf. Also ich mag lange Kämpfe, ja, wenn sie herausfordernd sind. Zum Beispiel in Final Fantasy VII Crisis Core, ne? Das ist eine Herausforderung, eine Stunde, wenn nicht sogar länger, einen anderen Gegner zu bekämpfen, ja? Aber das hier, was die hier gemacht haben in Final Fantasy XII, das war... ich weiß nicht... Jemand hat wahrscheinlich gefragt, wie viel HP soll Year Smart haben? Und die Antwort war ja. Weil ich glaube, der hat mehr HP als wie alle Monster plus Bossmonster von Final Fantasy 1 bis 9 zusammengerechnet. Locker.
Bei Final Fantasy X wird es schon ein bisschen kritisch, da hatte der Richter ja auch 10 Millionen HP. Man hatte nur mehr Schaden gemacht mit 99.999. Also hat es nicht so lange gedauert, aber es war eine Herausforderung. Aber was das hier sein soll, es ist teilweise eine Herausforderung, aber es ist mehr nervig als eine Herausforderung. Hallo Mont Blanc. Ich habe dein Years Mart besiegt, mein Guter. Das war ein Horror. Ich glaube, ich werde das nie wieder machen. Wahrscheinlich. Da kommen alle die Mogris. Hallo. Kupo, hast du wirklich Years Mart von Antlitz dieser Erde gefickt, Kupo? Es ist merkwürdig, Kupo. All die langen Jahre. Nun ist es vorbei, Kupo. Ich bin dir auf ewig dankbar. Ich bin so gerührt. Ich finde die richtigen Worte nicht. Als ich hörte, Years Mart sei vernichtet worden, bin ich leidens aufgeboren, mich zu überzeugen. Keine Sorgen wegen der Strahl. Aber Kupo, ich wollte mich unbedingt persönlich bedanken, auch im Namen der anderen. Es ist der glücklichste Tag meines Mogri-Lebens. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass mein Wunsch einmal wahr werden würde. Da wir in unserer Heimat beraubt waren, waren wir nie mehr Feind, Kupo. Wir alle begaben uns auf eine lange Suche nach einem Helden, der Years Mart bezwingen könnte. Oft war ich verzweifelt und einsam, Kupo. Bei meinem Bommel! Hätte man mir erzählt, wir würden niemals wieder zusammenkämen, hätte ich ihn ausgelacht, Kupo! Alles klar. Nun sind du und dein Gefährten die Stärksten, die auf dieser Erde wandeln, Kupo. Endlich wird unser Meister seinen Frieden finden. Niemals werden wir deine Tat vergessen. Unser Dank soll ewig währen. Das ist nur eine kleine Aufmerksamkeit, um unseren tiefsten Dank ausdrucksvoll zu verleihen, Kupo. Wir bekommen 30.000 Dill und das Deus Ex Emblem. Ach, wenn er nicht mehr ist, der Clan wird weiterhin seinen Pflichten nachgehen. Dir stehen als Ehrenmitglied die Türen offen, Kupo. Dankeschön. Du hast sämtliche Mobs erledigt, so dass ich dir keine neuen mehr anbieten kann, Kupo. Das ist ja unglaublich. Zweifellos bist du der beste Kopfgeleger auf ganz Iberlis. Ich bin stolz auf dich und froh, dich in unseren Reihen zu haben. So, was macht dieses Deus Ex Emblem? Das ist das Inventar als Schatz verfügbar. Hier ist es. Ein Emblem als Beweis, den stärksten jemals existierenden Drachen besiegt zu haben. Es ist das Wappenzeichen der Ordensritter von Iberlis. Wenn man das zusammen mit Omega-Emblem verkauft und mit einem zusätzlichen Item, was man aus einer Angel-Nebenquest bekommt, und nein, das werde ich euch nicht zeigen, weil das einfach nur nervig ist, dann bekommt ihr das Dross-Schwert als Handelsware. Und das Dross-Schwert ist das stärkste Schwert im Spiel. Das einzige Nachteil am Dross-Schwert ist, es ist langsam wie sonst was. Es ist ein Zweihänderschwert und es gibt dafür keine Lizenz auf dem Lizenzbrett. Also ich habe bei jedem Charakter alle Lizenzen. Man sieht, ich habe auch ein paar Lizenzpunkte übrig. Das ist die einzige Waffe, die nicht auf die Lizenzbrett ist. Die kann man da kriegen. Das Coole auch noch an dem Dross-Schwert ist, es hat den Effekt Courage und Enea dauerhaft. So, da gibt es noch eine kleine Sache, die ich euch zeigen will. Nicht nur den Mob-Eintrag hier, also Monster-Katalog, da gibt es ja alle Monster, sondern das Piratennest. Ich glaube, das habe ich bis jetzt noch gar nicht gezeigt. Das ist so mehr oder weniger ein Achievement-System im Spiel. Und da gibt es wirklich ein paar interessante. Hier zum Beispiel ist Balfir. In Anerkennung der eine Ausrüstungsleistung 300 Mal Angriff ausgeführt zu werden. Okay. Heutigens. Und je nachdem, was man macht, bekommt man hier alles. Es finde ich nur schade, dass sich diese, sag jetzt mal, Figuren nur bewegen, wenn mit dem Zeiger drauf ist, weil ansonsten wäre es irgendwie lustiger. Hier haben wir zwei Magie ausgeführt, da bekommt man Fran. Hier, das ist die Karotte, dass wir Karotte besiegt haben. Thanatos besiegt. Also das hier. 1000 Schätze. Das ist gar nicht so einfach. Dann haben wir Gilgamesh besiegt. 500 Monster erledigt. Also die meisten Dinger machen sich von ihr selber. Aber nicht alle. Dann haben wir Trickster besiegt. 100.000 Gil erwirtschaft, wenn es weiter nichts ist. 50 Mal erfolgreich geklaut. Man muss erfolgreich klauen, damit das gilt. Durchschnittsstufe 50. Ja. Alle Esper. Wir haben den Rang Esperten. Das klingt ein bisschen komisch. Zodiache besiegt. Ultima besiegt. Dann haben wir Fabonil besiegt. Ja, das war ein Mob, ein sehr lustiger. Und die Kiste hier kann man auch andrücken. Man muss da nur ein bisschen komisch hinfahren. Äußerst seltene Handelsware, so, das ist die Urne für das Sonnenschwert, ja, das war mit der Gilkröte das.
Dann haben wir König Behemoth besiegt. Year Smart besiegt, da wissen wir, das sind der Superjäger. Den Deus-Drachen besiegt. 500.000 Clan-Punkte, das kommt eigentlich von selber, wenn man die ganzen Mob-Aufträge macht. Dann haben wir hier 100 Mal Techniken ausgeführt, das kommt auch von alleine. 50.000 Schritte, kommt auch von alleine, alleine von so einer Story durchgehen kommt das eigentlich. 1 Million Gil verschleudert, okay. Und last but not least, eine 50er-Serie. Meine längste Serie ist eine 999er-Serie in dem Spiel wieder mal. So, und last but not least, zum Abschluss, der Eintrag von Year Smart. Wo ist der Gute? Gute Frage. Ah, hier ist er. Dieser Götterdrache wurde von den Allmächtigen geschaffen, so stark wie er war. In einer Überlieferung steht geschrieben, dass er die göttliche Bestie hätte über das heilige Schwert wache. Ja, das Droschschwert. Er war der mächtigste unter allen Drachen, doch raubte ihm seine Kraft die Sinne, so dass er schließlich zu einer Gefahr wurde, da selbst die Götter nicht mehr her konnten. Mont Blanc, dem Year Smart seinen Lehrmeister und damit seinen Lebensfrieden raubte, erteilte diesen Mob-Auftrag. Und man könnte sich jetzt noch durchlesen, aber wie gesagt, ich mach das hier nicht. Ich sage, dies war der letzte Part von Final Fantasy XII, ja. Es ist vorbei, mehr oder weniger. Es gäbe noch einen Haufen Nebenquests, also es gäbe eine Angelquest, es gäbe noch ein paar interessante Story-Side-Quests. Wenn euch die interessieren, im Internet gibt es da genug zu lesen, wie man die kriegt und wie man die macht. Aber ich sage an dieser Stelle, es ist leider vorbei. War ein langes Projekt, aber auch schön. Ich sage bis zum nächsten Projekt, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es definitiv Spaß gemacht. Bis auf der letzte Mob, der war schwierig. In einem anderen Sinne schwierig. Nicht schwierig, schwierig, sondern schwierig im Sinne schwierig, nervig, schwierig. Klingt komisch, ist aber so. Und sage, ciao.